Und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play WWE 13 Universe Mode. Ja, willkommen zu einem Tryout-Match. Ich will mal endlich gucken, wie sich mein Superstar, den ich mir am Ende vom WWE 13 Let's Play erstellt habe, wie sich der spielt. Und das gibt es jetzt hier im Universe Mode Let's Play bei einer Superstars-Ausgabe, die ich übrigens auf den Samstag gelegt habe. Ich habe Superstars jetzt generell auf den Samstag gelegt, so als Pay-Per-View-Vorbereitung und generell halt um solche Matches wie hier für Tryout-Matches. Und es beginnt und der Bro-Kick zum Anfang. So, wir gucken erstmal. Der ist, ich habe nämlich hier so einen lustigen Superstar mit Stärke 79. Heißt, den hätte ich noch ein bisschen aufpowern müssen, aber ich will ihn auch nicht overpowern. Ich habe auf normal gestellt. Heißt, es dürfte nicht so lange dauern, aber es sollte auch nicht zu kurz sein. Wie gesagt, ich werde nur dieses Match in der Folge spielen, um halt noch ein bisschen zu gucken. Weil, wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche, oder wie ich in der letzten Folge gesagt habe, ich bin immer noch auf der Suche nach Money in the Bank-Teilnehmern. Ey, Referee attackiert Wrestler, Hilfe, Skandal. Im Sperrbezirk. Nee, falsches Lied. Ja. Und vor allen Dingen wollte ich das nutzen, um meinem Superstar mal zu gucken, was er jetzt für ein Moveset hat. Das war ein Konter vom Godfather. Ach ja, bei Capital Punishment war er noch Herausforderer auf den Intercontinental-Titel. Jetzt ist er hier ein Tryout-Gegner. Einmal so und so und das konntet er schon wieder. Also mein Selbsterstellter, der hat hier schon irgendwie so einen leichten Schimmer, kann das sein? So ein Glanz über seinem Modell hier. Das sieht nicht so toll aus. Der Bro-Kick wurde nix, den ich ja als normalen Running-Move hier habe. Was ich aber gar nicht mal schlecht finde. Hip-Toss. Oh, der Godfather kontert hier viel. Sollte ich jetzt hier echt das erste Match, das erste 1 gegen 1 Match mit meinem Superstar hier verlieren? Das wäre ein bisschen bitter. Und sauer Throwback. Kein Tritt an den Kopf, schade. Ab in die Ringecke mit dir. Und daraus den Tornado DDT. Zack. Sauber. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Der Elbow Drop. Youngblood squeezing down on the head. Alter, ich krieg keinen richtigen Move gegen ihn durch. Und der Suplex. Zack, der geht schon mal durch. Und Schoolboy. Oh, der Uppercut über Seil. Das muss mir aber auch erstmal einer erklären. Und das ging daneben. Fuck, ich dachte, ich könnte kontern. Kann ich auch. Also gekontert wird wie immer genug. Drop Toehold und ab in den Ring. Der Bro-Kick und der geht durch. Komm, Cover. Und die Clothesline, die geht durch. Das ging schön daneben. Und da kriege ich die Schläge ins Gesicht. Die Clothesline von der Ringecke, die war von Kane geklaut. Oh, oh. Da will er mir mit dem... dieser Armstretch hier... Und es gibt wieder den Tornado DDT. Ich wollte ihn eigentlich auf die Ringecke setzen, aber da habe ich die falschen Knöpfe gedrückt. Oh, 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 F5.
Nee, FU. Bah. Den habe ich als normalen Move, gut zu wissen. Und den, ach ja, und den SDF habe ich ja auch als normalen Move. Als Signatur-Move. Sicher, weil ich die Moves so toll finde. Nicht, dass ihr jetzt meint, aber ich wäre ein Cena-Fan. Ich finde die Moves einfach nur gut. Und die Rock Bottom. Zack. Und raus kommt da der Sack. Alter, was hält der alles aus? Der Backbody Drop jetzt hier als Konter, ja. Angeschlagen ist er. Und der fünfte Bro Kick oder so. Bicycle Kick ist es ja eigentlich. Und da kriegst du auch noch den sechsten. Ja, das kontert er auch wieder. Nachdem ich den FU als normalen Move habe, wollte ich noch wissen, was ich noch so für Moves als angeschlagene Moves habe. Nein, ich werde nicht im Camel Clutch aufgeben. Ich hole mir meinen Sieg heute über den Godfather. Und Dropkick aus dem Stand. Nee, ich brauche kein Comeback. Das kontert er, war klar. Ja, ist in Ordnung. Oh, 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 oh. Boston Crab. Ja, und das Comeback ist weg. Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Das Comeback habe ich von The Rock. Gut. Ein Finisher habe ich von The Rock. So, den zweiten habe ich von Orton. Jawbreaker vom Godfather. Der jetzt auch ein Signatur-Move hat. Ich muss aufpassen. Na, war klar. Nach so vielen Bro-Kicks. Eins. Naja. Und er ist am Bluten. Sauber. Der Half-Boston Crab hier. Na, aufgeben tut der Herr nicht. Sidewalk Slam. Oder Side Slam. Walk Slam ist, glaube ich, noch wieder was ganz anderes. Und erneut das Small Package. Eins. Natürlich. Bin selber angeschlagen wie Hulle. Und das kontert er. Fuck. Wieder Small Package. Und kommt diesmal eins. Nein, natürlich nicht. Und jetzt will er mir den Gnadenstoß verpassen. Fuck. Und erneut ein Roller und das ging auch daneben. Oh, ja. Alter. Wir haben hier richtig einen reinwirkt, dieser ekelhafte Godfather. Wizard of Oz als Signatur. Look out.
Und den RKO als Finisher. Sauber, nur dieses auf den Boden stampfen ist einfach nur unnötig. Aber 1, 2, 3. Sauber gewonnen. Tryout-Match wenigstens gewonnen. War hinterher doch noch recht knapp. Aber so konnte ich wenigstens die Moves von meinem Charakter ein bisschen kennenlernen. Gar nicht mal so schlechtes Moveset. Also mir gefällt's. Klar, ich hab's auch erstellt. Zwar sehr spotlastig, so wie hier mit dem Bro-Kick, dass ich den einfach so aus dem Ärmel zaubere. Hier den Wizard of Oz. Also auch von The Mist geklaut, der Move. Und jetzt hier der RKO als zweiter Finisher. Der erste Finisher ist die Rock Bottom. Was der zweite Signatur-Move ist, das muss ich noch rausfinden. Der erste ist ein STF. Weil der zweite ist ein STF. Aber keine Ahnung, was der erste oder der andere Signatur-Move für einer ist. Werde ich noch nachgucken. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Tryout. Oder, na, gucken, vielleicht mache ich noch ein Tryout, bevor es weitergeht. Mal gucken. Es kommen noch einige Matches vor Money in the Bank, das kann ich euch versprechen. Und ich würde dann sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.